Einen wunderschönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel Saale Bulls gegen den Herner e.V. Halle unterliegt in Overtime unseren Gästen mit 1:2. Ich begrüße beide Trainer. Links von mir Gästecoach Danny Albrecht und Ryan Foster. Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Am Ende des Tages verdient gewonnen, glücklich gewonnen. Danny, deine Einschätzung bitte. Guten Abend. Erstmal Glückwunsch nach Halle zum Punktgewinn, definitiv. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, ein bisschen glücklich. Also, wir haben die Woche ein bisschen härter trainiert, weil wir in den letzten Wochen oder die letzten zwei Wochen nicht geschafft haben, zwei Spiele konstant zu gestalten. Und ich der Meinung bin, dass wir noch ein bisschen im konditionellen Bereich Nachholbedarf haben. Das hat man gemerkt, die Beine waren ein bisschen schwer bei den Jungs. Dafür war aber, gerade was die eigene Zone heute betrifft, eine sehr, sehr gute Arbeit. Schlägerkontrolle, Schüsse geblockt und da bin ich sehr zufrieden mit. Aber eben die Spritzigkeit hat gefehlt, um diese Rushes, die wir sonst immer machen, diese 2-1-3-2-Situation ausnutzen zu können. Und Halle war läuferisch wieder, wie im letzten Spiel auch, auf sehr hohem Niveau. Und deswegen denke ich, geht die Punkteteilung in Ordnung. Und am Ende im Powerplay natürlich, muss man sagen, da haben wir Qualität und haben da dreimal am Pfosten getroffen. Das musste dann irgendwann fallen. Und bin sehr glücklich über die zwei Punkte und sage aber trotzdem Glückwunsch nach Halle für den Punktgewinn. Vielen Dank, Danny. Rein. Glückwunsch vom Gästecoach zum Punktgewinn. Tröstet das ein wenig oder bist du doch ein bisschen enttäuscht, weil vielleicht gerade am Anfang des Spiels noch ein bisschen mehr drin war heute? Erst einmal Glückwunsch vom Herne, Danny. Ja, ich meine, natürlich, es gibt ein bisschen enttäuschend da hinten. Wir haben auch sehr, sehr hart trainiert diese Woche. Natürlich auch noch die katastrophale Leistung gegen Leipzig. Aber heute waren alle voll motiviert. Ich finde, wir haben einen sehr guten Start gehabt, vor allem die ersten 5-6 Minuten. Viele gute Scoring-Chancen. Ich meine, unser bester Drittel war eigentlich unser letzter Drittel. Haben wir gar nichts zugelassen. Wir haben teilweise nur auf Herners Tor gespielt. Natürlich verdient das 1-1 Ausgleich. Und am Ende leider in der Verlängerung des 4 gegen 3 den Tor erlaubt, so wie Danny gesagt hat, das war kurz davor, 2-3 Stangenschüsse. Ich hasse zum Verlieren, weißt du, in Verlängerung, in Penalty, oder weißt du, in Verlängerung, weißt du, so in Unterzahl halt. Aber ich meine, es ist wie das ist, großer Lob in der Mannschaft, weil, so wie gesagt, das ist ein bisschen eine schwierige Zeit, die letzte Zeit. Haben wir natürlich jetzt das vierte Partie hintereinander verloren, aber es war trotzdem ein positives Zeichen heute, dass wir vom Anfang an marschiert hat. Wir haben 60 gute Minuten gespielt, aber leider nicht mit dem Resultat, was ich gewünscht hat. Vielen Dank. Ja, es ist wirklich aufgefallen, beide Mannschaften haben heute sehr konsequent gespielt, sehr viele Schüsse geblockt auf beiden Seiten. Erste Frage gilt dir. Kai Schmitz hat sich augenscheinlich am Handgelenk verletzt, weißt du mehr? Mir weiß ich zurzeit nicht. Ich weiß, der ist jetzt im Krankenhaus, aber das natürlich die Ärzte werden das anschauen. Aber er hat, weißt du, so vor dem Tor in unserer Überzahl hat er einen Schuss von Erik Wunderlich, ich glaube, kurz bei den Ellbogen bekommen. Und wir hoffen darauf die Besten. Natürlich, der Erik Wunderlich hat sich auch ein bisschen verletzt, auch einen Schuss bekommen. Waren wir ziemlich dünn in der Verteidigung heute. Und wir können hoffentlich nur hoffen, dass alle schnell wieder bald gesund wird. Den Wünschen schließe ich mich an. Auch eine Personalfrage an dich, Danny. Heute doch etwas überraschend, Jonas Neffin im Tor, anstatt Björn Linder. Und augenscheinlich ein überragender Backup. Also kannst du uns kurz erklären, warum heute doch überraschend du diesen Wechsel vollzogen hast? Jetzt hat er sich verdient. Also in der Vorbereitung schon sehr gut gehalten. Und ist ein Torwart, der auf einem sehr hohen Niveau in dem Alter ist. Und wir sind sehr froh, dass wir in der Kooperation mit Iserlohn eben den Jonas zur Verfügung haben. Und deswegen soll er auch Spielpraxis kriegen und er beweist es auch mit solchen Spielen wie heute. Vielen Dank. Das war die PK nach dem Spiel. Wie gesagt, Herne und die Saale Bulls teilen sich die Punkte. Unseren Gästen angenehme Heimreise. Ihr habt am Sonntag Dienst Limburg. Jawohl. Glückwunsch dazu, dass sie spielen dürfen. Wir müssen nach Erfurt. Ist auch noch eine stehende Revanche aus. Die Daumen sind gedrückt. Alles gut, genau. Und uns auch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.